Wenn ich über Yoga anfange zu reden und die Hände werden warm, dann weiß ich, ich bin da. Oder wenn ich mich hinsetze für eine Klasse und unterrichten anfange und die Hände werden ganz warm und ich werde ruhig und die Stimme wird ruhig, dann merke ich, jetzt bin ich da. Das ist immer, da sind dann sofort schon zwei Gehirne bei mir. Das eine ist die klassische Definition jetzt aus dem Chivamukti-Yoga, die gerade aktuell ist. Und die Definition wäre eben Yoga als ein Weg zur Erleuchtung oder Mitgefühl. So. Ich persönlich würde Yoga als auch zweistufig sehen. Einmal als ein Weg, der dich befreien kann von diesen ganzen selbst auferlegten Grenzen und Beeinträchtigungen und Einschränkungen. Und Yoga als ein Zustand, wo man aufhört, sich getrennt von den anderen wahrzunehmen. Es geht so durch totale Phasen durch. Also ich denke manchmal so, oh, das ist der Zustand des Yoga, jetzt habe ich ihn. Und dann denke ich manchmal über ein Jahr oder zwei, ich habe es wieder komplett verloren. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich es mache, wofür ich es mache, was ich mache. und dann kommt wieder so ein Moment, wo ich so, ah, jetzt gleich, jetzt ist das kurz vor dem Durchbruch und dann verschwindet es wieder ganz. Also ich kann es nicht sagen, aber also für mich ganz persönlich spüre ich eine Anbindung und ich denke, das ist eigentlich meine Definition von Yoga, ist sich angebunden zu fühlen an was Größeres. Das würde ich sagen, das ist meine Definition von Yoga. Und dieses Größere nenne ich für mich in meinem Leben Gott. Also der spielt einfach in meinem Leben eine große Rolle. Und ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die damit ein bisschen Probleme haben mit dem Begriff, aber für mich gibt es eine schöpferische Urkraft, die ich Gott nenne. Und wenn ich spüre, dass ich damit in Verbindung bin, das ist für mich auch so eine Quelle von Energie, dann ist für mich der Zustand des Yoga. Und oft spüre ich das ganz deutlich, diese Anbindung, und oft nicht so deutlich. Und körperlich spüre ich es, wenn ich warme Hände kriege. Fünf, sechs, vielleicht 10 Jahre standen die Asanas klar im Vordergrund. Also am liebsten 2, 3 Asana-Klassen am Tag und je abgedrehter, desto besser. Und Meditation ist mir unglaublich schwer gefallen, hat mich auch nicht so interessiert. Und das hat sich jetzt schon sehr verschoben. Also jetzt ist vielleicht, wenn ich für mich selber übe, ist ein Drittel Asana, ein Drittel Pranayama, ein Drittel Meditation. Und wenn ich wählen könnte, was von den dreien, würde ich mich nur hinsetzen. Mittlerweile würde ich nur stille Sitzen machen, nur Meditation. Das verschiebt sich schon. Ich denke, das ist auch dieser natürliche Vorgang im Yoga vom Grobstofflichen immer mehr zum Feinstofflichen hin. Ich sehe aber immer noch die Wertigkeit der Asanas, ganz klar. Also nur Meditation würde nicht funktionieren auf längere Sicht. Aber ich musste natürlich einfach vor 2 Jahren, als der Krebs ausgebrochen war, konnte ich kaum Asanas üben. Und durch die Chemotherapie ist man dann so geschwächt. Und da war es eigentlich dann nur Meditation. Und da hatte ich aber auch das Gefühl, ich verliere es langsam, die Anbindung. Also, Das kam dann wirklich erst wieder mit dem Körper und der Lebenskraft, kam wieder dieses Gefühl auch einer wirklichen Anbindung für mich wieder zurück. Ganz interessant. Aber vielleicht ist es wirklich die Anbindung an die eigene Lebenskraft, die wir dann einfach rausprojizieren in Form von dem Gott oder sowas. Und wenn die so im Keller ist, dann spürst du natürlich auch keine starke Verbindung zu deiner Lebenskraft. Ich habe immer meine Lehrer so ausgesucht, dass ich gesagt habe, so möchte ich sein. Und deswegen, ich möchte schon ein bisschen lebendiger bleiben, als dann wirklich nur noch so eine Körperhülle mit einem befreiten Geist zu werden. Und wenn, dann alles. Wir wissen einfach aus der Sportpsychologie, dass das Leistungsoptimum ist zwischen einer gewissen Anspannung in der Inneren und einer gewissen Herausforderung. Also die Aufgabe muss schwer genug sein, dass sie herausfordernd ist, und es muss genug Anspannung da sein. Wenn zu wenig ist,
funktioniert es nicht. Aber es gibt diesen Punkt, wo es kippt, wo die Anspannung zu groß wird. Und ich glaube, dass man durch Yoga diesen Punkt verschieben kann. Dass man einfach in der Phase, die andere als zu anspannend erleben oder zu anstrengend, dass man da durch eine lange Yoga-Praxis, und das ist, wo ich das Problem dann sehe, in einer langen Yoga-Praxis lernen kann, sich selbst runterzuschrauben wieder. Aber was das Problem ist, dass eben viele Sportler erwarten, die machen zweimal Yoga in einem Turnier und dann funktioniert es. Und das ist es halt nicht. Da kann das Yoga eigentlich nur helfen, dass man in so einem ganzen System, wo eigentlich alle nur hektisch und gestresst und angespannt und verspannt sind und eine unheimliche körperliche Belastung auch ist, dass man da ab und zu mal abschalten kann. Das ist, denke ich, so in einem Turnier oder so alles, was Yoga machen kann, dass man den Stress aus den Muskeln rausholt und einfach den Dampf ablässt bei den Leuten. Mhm. Und das ist, was ich mit Sportlern mache. Mhm. Und ansonsten habe ich halt festgestellt, die sich wirklich ernsthaft für interessieren, sind alles Ex-Profis, die einfach durch sind, aber gewöhnt sind, hart an sich zu arbeiten. Das sind eigentlich die perfekten Yogis. Und auch noch merken, dass dieses neue hart an sich arbeiten auch eine Qualität des Loslassens und Akzeptierens hat, die sie bisher nicht ausleben durften. Aber sie bringen die nötige Disziplin mit, um zu dem Punkt hinzukommen, wo man loslassen kann. Und deswegen sind einfach Sportler ein tolles Publikum für Yoga-Unterricht. Also ich bin natürlich in ganz engem Austausch bei den Fußballern mit dem Sportpsychologen. Klar, ist mittlerweile ein lieber Freund von mir. Und ich war auch viel an seinem Lehrstuhl, als er hier in Berlin noch war und habe da Yoga unterrichtet, dass die alle das, also dass sie in der Ausbildung die Sportpsychologen schon kennenlernen, dass Yoga da einfach ganz interessante Sachen angeht. Einerseits zu lernen, in Extremsituationen nicht auszuflippen. Weil ich meine, was war, wir bringen uns körperlich in Extremsituationen im Yoga, immer wieder zwischendurch. Und lernen, dass durch Atemfokussierung man trotzdem in diese Anspannung hinein entspannen kann. Und das ist nicht so viel anders, wie wenn einer einen Elfmeterball hinlegt, anläuft und dann schießt. Das ist eine ähnliche stressige Situation. Und dann eben zur Regeneration. Ich denke, dass Yoga ganz viel helfen kann, diese Daueranspannung, die da ist, diesen Adrenalin und das Cortisol, das im Körper, Cortisol, das in solchen Übermengen produziert ist, das wieder runterzufahren und abzubauen. Ich weiß es nicht. ich kann nicht sagen, wie sich die Leute in die 68er gefühlt haben, vielleicht genauso wie wir jetzt, dass sie sagen, oh, alle interessieren sich auf einmal für neue Dimensionen des Bewusstseins, es werden neue Partnerschaftsformen ausprobiert. Wir sehen, dass die Welt so, wie sie bisher funktioniert hat, nicht funktioniert. Aber ich glaube, damals war ein Epochenwandel. Also ich glaube, da ist was passiert. Und ich denke, es ist jetzt nochmal ähnlich. Also es liest doch fast jeder mittlerweile irgendeine spirituelle Literatur. Also findest ja wirklich kaum mehr jemand, der sich nicht dafür interessiert. Ich glaube, die Mehrheit kauft mittlerweile in Biomärkten ein. Gerade wenn ich hier in Berlin bin, an jeder Ecke ist einer. Ja? Also das heißt, die Menschen denken bewusster darüber nach, was sie essen, was sie konsumieren. Dieses enorme Interesse für Yoga. Also wir sprechen ja immer von 5 Millionen Yoga-Praktizierenden in Deutschland. Dann weiß nicht, wie viele Tai Chi machen und dies und das. Also so Zen-Meditation. Also ich glaube, dass die Menschen satt sind, damit Dinge nur an der Oberfläche zu betrachten und dass eine materielle Sättigung auch einfach stattgefunden hat und man jetzt mehr möchte und das sucht. Ob das jetzt das Yoga ist, das so populär wird oder der Sufismus oder die Zen-Meditation oder Vipassana oder ich denke all das, wo wir einfach wieder mehr mit uns in Kontakt kommen und wieder mehr spüren, dass diese Dinge gerade sehr aktuell sind. Die ideale Kombination, um persönlich zu wachsen, ist eine Kombination aus einer Form von Psychotherapie und Yoga. Und ich denke, dass es traditionell auch so war, dass der Guru
der eng mit dem Schüler gearbeitet und meistens 1:1 diese Funktion innehatte, als eine Art Therapeut. Nennen wir es Coach, nennen wir es Berater. Ja? Und dass viele einfach nur Asanas üben und merken, dass was passiert, aber damit nicht so klarkommen. Und es wäre gut, wenn es da einfach genug qualifizierte Menschen gibt, die einfach mit beratend einem bei der Seite stehen. Das Problem ist, das macht unglaublich korrumpiert. Und nicht nur in der spirituellen Welt, also nicht nur in der materiellen Welt, sondern eben auch in der spirituellen Welt. Und die meisten nicht eingebunden mehr sind in sowas wie eine Lineage, wo es halt immer einen Supervisor drüber gibt, sondern ganz viele sich einfach irgendwann dann selbst zum Meister erklären und ihre eigene Show abziehen. Und dann wird es kritisch. Dann gibt es kein Korrektiv mehr. Vielen Dank. Danke.